Der dritte Spieler heißt euch herzlich willkommen. Paladin Fenris und Nevermore aus dem Untergrund. Und langsam weiß ich nicht, ob ich mit diesen Anmoderationen in dieser Form noch fortfahren will. Ich meine, vor zwei Episoden gab es noch irgendwie einen netten Versuch nach Motto. Der dritte Spieler von irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung. Dabei gebe ich mir so viel Mühe, immer möglichst schnell irgendwas dazu. Oh, Mimik. Bitte, finde den Dual Hook. Nicht. Start. Hast du ihn gefunden? Ich muss gerade vor seine Fledermäuse zerbersten. Und Dual Hook! Yeah! Nice! Oh yeah! It's mine! Cool. My precious! Wenn man also zu tief und zu gierig schürft, kann auch was Gutes dabei rauskommen. Ihr seht es selbst. Oh, ich hasse dieses Geräusch. Ich verabscheue es. Das wäre natürlich absolut splendid. Oh Gott, no. Fire Blossom. Ach, wir sind schon wieder sehr nah an der Underworld. Ich zumindest bin sehr nah an der Underworld. Das ist schlimm. Ja, das heißt du. Nur wenn so ein Vieh in die. Komm. Wenn so eine komische Voodoo-Puppe in die Lava fällt, wären wir in. Oh. Warum werde ich mal wieder unterbrochen? Was soll dann schon passieren? Da will ich gerade so meine ganzen eloquenten Ausführungen und. Suddenly Fire Imp. Suddenly. Dann kommt das Moped und wir werden es zerbären. Was für ein Moped? Wovon redest du? Das komische Moped mit den zwei Augen und so. Das mit den zwei Augen. Wow, Wahnsinn, es hat zwei Augen! No way! Was sollen wir nur tun? Das heißt ja, es sieht alles doppelt. Siehst du alles doppelt? Manchmal. Ah. Ich habe hier noch diesen Tequila. Dann sieht man auch alles doppelt. Kommt drauf an. Ich würde mal sagen, es gibt mehrere Faktoren, von denen man das abhängig machen kann. Leute, ich will jetzt Zeug abbauen. Und du siehst, was die Leute davon halten. Nüscht. Du musst auch mehr mit dem Zeug kommunizieren. Ach übrigens, ich glaube ab dem 1.2er-Update sollten wir vielleicht eine gewisse Menge an Silt aufbewahren. Das heißt, es gäbe einen neuen Verwendungszweck dafür. Jetzt habe ich einen. Ich habe ein Herz gefunden. Mir geht es prima. Wie geht es dir? Ich habe Broken Armor. Oh, das ist schlecht. Ich glaube, ich habe Gold gefunden. Wie geht es dir? Ich habe immer noch Broken Armor. Oh. Ich habe eine Fledermaus getötet. Wie geht es dir? Was hab ich? Oh mein Gott. Oh.
Ich habe Adamantit gefunden und Broken Armor. Der blöde Pfeil im Original an derselben Stelle wieder gerespawnt ist wie vorher. Original. Oh yeah. Oh. Teleportiert dich in jemand anders hinein. Und das habe ich schon Feuer im Bin daran gesagt. Nicht das, interessiert. Oh, schade, im Feuerschein sah es aus wie Gold. Noch 4 Minuten. Noch 4 Minuten, dann war's. Dann ist meine Armor wieder normal. Ist der Debuff weg. Ist deine Armor etwa momentan unnormal? Oh, ich hab Gold gefunden. Ja, ist broken. Broken? Was ist broken? I don't care, I have gold! Meine Armor ist brocken. Screw the brocken, I have money. Wow, that came out wrong. Ah. Ah, das könnte Mithril sein. Oder der Kackendreiste versucht, dieses Spiel jetzt nicht zu ärgern. Nur noch 3 Minuten. Oh, fuck. Ah, nee, so schlimm ist jetzt auch wieder nicht. Ich hab ein bisschen was fallen gelassen. Ah. Tja. But why? I don't know. Immer kurz den Bullshit hier abladen und dann wieder nach unten. Oder so. Fence is cut in half. Es würde mich mal interessieren, was macht man mit dem Dualhawk? Was? Womit? No, wait, halt. Ah, nee, halt. Der Dualhawk anstelle der Ivy Whip, oder? Ja. Ah. Awesome. Awesome. Ein Damage. Inwiefern machen. Ist der Dual Hook jetzt anders als der normale? Schneller und weiter. Ah. Wie es nicht mal merkt. Nun ja, ich sag mal so, hier habe ich jetzt noch nicht die beste Möglichkeit, das volle Potenzial dieses Dings auszutesten. Oh well. Was ist das? Keine Ahnung. Oh, das ist Dynamit. Dynamit ist witzig. In den richtigen Händen, wohlgemerkt. Meinen? In den richtigen Händen. Hallo, zuhören. Ha. Sprengmeister. Ja. That's me. No. Wieso?
Weil... no. Nur weil ich das Haus gesprengt habe. Gerade weil du das Haus gesprengt hast. Das spricht dagegen, ab und zu mal das Haus zu sprengen. Was hältst du davon, dass das Haus vielleicht Einwände haben könnte? Ach, das Haus. Quasi häusliche Einwände. Gibt es das? Keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer. Das Schimmer! Geronimo! Ich muss sagen, unser Elevator funktioniert ziemlich gut. Yo. Macht genau das, was auf der Beschreibung steht. Oh, auf der Beschreibung steht. Auf der Beschreibung steht drauf Beschreibung. Was steht da drauf? Das ist Fakt. Und das macht der Elevator. Bestimmt. Yeah. Ich glaube nicht. Ah. Da war noch ein Block im Weg. Na sowas. So, jetzt soll ich mir mein Loot wieder. Ha. Huh. Wo kommt das denn her? Was? Na, hier so ein Klinger, irgendwas. In der Underworld spawnt das Material nicht, oder? Naja, direkt darin nicht, aber halt oben in der Decke. So, das ist dort, wo ich gestorben bin. Und die Voodoo-Puppe. Ah, war ja klar. Ich habe Eisen gefunden. Herzlichen Glühstrumpf. Und Kupfer. Das ist nicht der Wahnsinn. Ich habe auch Kupfer gefunden. Ah, blöder Fire-Imp. Jetzt will ich auf den Zeiger gehen hier. Oh. I want to go nach oben. Okay. Ein paar Voodoo-Dämonen haben was dagegen, dass ich die Grabungsaktivitäten oberhalb der Underworld fortsetze. Ich habe was dagegen, dass die Dämonen was dagegen haben. Ja, Unfälle passieren in Lava. Thank you.
mal an das Mithril ran. Das ist gut, Mithril ist gut. Wir können wahrscheinlich noch Mithril gebrauchen. Wenn wir Glück haben. Ja, ein bisschen was werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Ich weiß nur nicht so wie viel. Okay, das war dumm. Oh, gerade mal ein bisschen Lava abgelassen. Oh. Emeralds. Ah, Silber. Emeralds. Emeralds. Weiß nicht. Du vielleicht. Aber warum? Weiß nicht. Ich hab Silber gefunden. Das dankt mir. Ich hab mich selber angeschossen. Hey, herzlichen Glückwunsch. Oh, wait, nee, halt. Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Mitnehmen und überlegen, wie ich jetzt am besten zu dir komme. Zum Beispiel so. Heyo! Hier nicht mehr folgen will. Tja. Irgendwie kann ich mich an die Stelle hier erinnern. Wir sind schon Fackeln und rückliches Indiz dafür, dass wir hier schon mal waren. Ja. Natürlich waren wir hier schon mal. Natürlich. Oder ist nicht hier unten, sonst hättest du das eine Zeug mitgenommen. Das eine Zeug, klar. The stuff. No, 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 no. Kobalt Ohr. Ich habe auch noch Kobalt gefunden. Du hast doch Kobalt-Ohren. Nein, habe ich nicht. Ich habe einen Zaubererhut. Kobold-Ohren. Ich bin ein Zauberer. Ein Zauderer? Der auch. Ganz bestimmt sogar. Du sollst nicht mit deinem Schicksal zaudern. Zaudern? Ich habe keine Ahnung, was. Komischen Kübelböck-Film. Oh. Wow. You went there, really? Warum? Daniel der Zauderer, oder wie der hieß. Hör bloß auf. Es geht die Legende, dass das Ding irgendwie mal in so einer Sneak-Preview von irgendeinem Kino dran war und die Leute haben alle fluchtartig den Saal verlassen und wollten das Geld zurück. Ich hab mir sagen lassen, sie hätten ihr Geld auch zurückbekommen. Richtigerweise. Ich. Nein. Nein. Es man kann nicht, egal wer man ist, einfach mit einer 0815 Videokamera in seinem Real Life rumlaufen und das dann ins Kino bringen. Das geht nicht. Hallo, Blair Witch Project. Wenn auch die Prämisse eine andere war, ich gebe es zu. Ja,
Ja, aber der Kübel befüllt man da qualitativ nochmal ganz andere Abgründe. Weißt du, was immer dann interessant ist, gerade bei so polarisierenden Gestalten aus dem Fernsehen, wenn man dann, keine Ahnung, irgendwie mal in der Gesprächsrunde mit der Familie irgendwie auf das Thema stößt und dann statt mit völliger Ablehnung und wirklich absolut ehrlichem Entsetzen. Ja, so seelenerschütterndes Entsetzen nach dem Motto, oh mein Gott, warum muss ich mich jetzt daran erinnern? Und dann kommt der, ja, aber aus dem ist was geworden, guck dir den nochmal an und so weiter. Der ist super erfolgreich, verdient Geld, der hat was aus sich gemacht. Und ich denke mir nur so, aber das sind nicht die Sachen, an die man sich erinnert. Vor allem, der hat was aus sich gemacht. Ja, die Frage ist nur, was? Und wer will das bitte schön freiwillig? Keine Ahnung, der Kühlbock, der ist jetzt so irgendwie auf Business und keine Ahnung und irgendwie gibt's sowas. Den noch? Ja, der lebt noch. Ja. Seine Existenz ist noch nicht beendet. Was tut der? Ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung. Und soll ich noch ehrlicher sein? Es interessiert mich nicht. Der arme Junge. Ja, apropos armer Junge. Wir sind fertig. Oh mein Gott. Ja. Das ist tragisch. Immer dieses Episodenende. Ja, es kommt immer so plötzlich, so episodenendig, so sagt man. Genau. Stuff. Passiert. Denkt an nichts Böses und suddenly Episode. Ah. Ich meine, das ist doch auch jetzt nichts Schlechtes jetzt. Ja. Glaube ich. Das kommt ganz gut. Ganz ehrlich, gefunden. Oh, so finde ich eigentlich immer alles, wenn die Episode zu Ende ist. Ich hab Kobold gefunden. Ja. Und das ganze Archer hat mich gefunden. Aber er kommt nicht an mich ran. Nee. So, der Weg ist versperrt. So. Wir sind durch. Danke fürs Zuschauen. Ich hab Adam und Keith gefunden. Schon wieder. Immer mit in der Episode. Du lügst. Nee, also das, Oh, Tatsache. Du hast Adamantit gefunden. Ich hab Adamantit gefunden. Thanks, Bro. Und ich hab Metall gefunden. Ich hab Kobold gefunden. Ich hab Gold gefunden. Und mehr Edelmetalle in der nächsten Ausgabe. Macht es gut. Schreibt es in den Kommentaren. Tut, was man so tut. Ihr wisst, was hier drum ist. Tut es. Tschö. Bis zur nächsten Ausgabe. Und so weiter. Stuff. Bye. Sag nochmal tschö. Du kannst es so schön sagen. Tschö. Tschö. Hallo. Nee, nicht hallo. Tschö. Tschö.